Der Fiat Ducato 8, der große Gamechanger ja in der Industrie, hat wirklich vielen Leuten viel Freude bereitet. Hier ist er, Multijet 3, 140 PS, der geht. Und wir haben hier einen ganz tollen Gerado im mittleren Preissegment. Wir sind also knapp über, was heißt knapp, wir sind über 65.000 Euro. Ich gucke mal gerade drauf, 65.292 Euro. Kostet das Fahrzeug, ist es 7 Meter lang, also es hat auch eine ordentliche Länge. Das können wir uns gleich mal anschauen, was da so alles drin ist. Und das heißt T334 in der Modellvariante 2022. Also ein ausgewachsenes Reisemobil. Sieht auch aus wie ein Reisemobil. Das heißt, typische Gene sind natürlich der Aufbau, vorne die Fahrerkabine, die ich drin habe, dann die Erweiterung hier. Das heißt, das Fahrzeug wird dann verheiratet quasi hier an dieser Stelle hier. Das ist der Übergang, das ist die Verbreiterung, die gleich mehr Raum schafft. Ich habe eben ja gefilmt, einen Van breit. Und das sieht man dann auch hier, dass die Aufbauspiegel breiter sind. Also das ist die Breite von den Aufbauspiegeln. Die haben also hier eine Verlängerung mit drin, dass ich auch zur Seite drauf schauen kann. Das sind zwar nur wenige Zentimeter, die es an jeder Seite breiter sind, aber das wird man gleich sehen. Im Innenraum macht das natürlich kombiniert auf beiden Seiten wirklich sehr viel aus. Das ist die Front. Hat mein eigenes Logo von Carrado. Fiat hat jetzt ein ganz neues Logo mit drin. Und das ist jetzt hier, ich sag mal, die Carrado-Version, die da ist. Wir haben ein Panoramafenster oben, das werden wir gleich mal sehen. Markise ist hier eingebaut, also schon recht schicke Ausstattung mit drin. Große Heckgarage. Können wir jetzt mal reinschauen? Mal gucken. Üblicherweise Spannung ist bereits angelegt, aber das können wir gleich mal machen, denn es gibt was sehr Interessantes. Es gibt das sogenannte Putzlicht. Das ist hier oben. Das heißt, man kommt rein und aktiviert dann erstmal so eine Art Startlicht. Und dann hat man die Möglichkeit über den Elektroblock, mal schauen, wo der ist hier. Nochmal ist er hier. Dann alles zu aktivieren. Das heißt also, wenn ich reinkomme, habe ich schon mal so eine Art Startlicht, was jetzt auch nicht zu viel Strom frisst, und kann dann über den Elektroblock von Schaut einfach die komplette Stromversorgung an- und ausschalten. So, jetzt ist hier die Wasserpumpe zum Beispiel an. Können wir gleich mal gucken. Da war sie an, man hat es gehört. Und wir gucken jetzt mal raus, denn mit diesem Elektroblock wird nämlich zeitgleich auch die Beleuchtung im Kofferraum an- und ausgeschaltet, die jetzt auch geht. Über diesen Schalter hier. Und hier habe ich dann Platz für 2 bis 3 E-Bikes, wobei ich hier den Vorteil natürlich habe, dass ich entweder hier eine Heckbox drauf machen kann oder halt Fahrräder drauf machen kann. Und da, ja, mein persönlicher Tipp ist, wir haben ein Video gemacht, wie man in kürzester Zeit leider auch mit einem Hochsicherheitsschloss und einer kleinen Flex von Lidl da die Fahrräder klauen kann. Also man sollte die vielleicht nicht zwingend unbeaufsichtigt hinten drauf lassen, wenn man jetzt irgendwo frei steht. Da sind sogar auf Supermarktparkplätzen Fahrräder abhandengekommen. Aber das geht. Also ich will euch da jetzt keine Angst machen, aber vielleicht nicht gerade die teuersten E-Bikes hinten drauf machen. Auf dem Campingplatz, naja, da sehe ich das Ganze ein bisschen anders. Da sind ja auch immer Leute drumherum, aber auch da, das geht also ruckzuck, man sollte sie ordentlich sichern. Also vielleicht ein Bügelschloss, ein Faltschloss reinmachen von Bordeaux, ein Arbus oder sowas dran. Und was auch sehr effizient ist, dass man nicht nur ein Schloss nimmt, um alle jetzt abzuschließen, sondern wirklich 4, 5 Schlösser macht. Die kosten ja nicht die Welt. Also wir reden ja da von Tausenden von Euro. Ist immer schade, wenn dann die Bikes dann am Urlaubsort hinweg sind. Man kriegt sie vielleicht auch ersetzt von der Versicherung, die da ist. Schön ist bei Carrado, man hat also hier nochmal die einzelnen Stoßkanten mit jeweils einzelnen Elementen versehen, die man einzeln austauschen kann. Das heißt, so der typische Parkrempler, der passieren kann, der geht ja nicht so sehr ans Geld. Dach ist GFK. Wir haben eine Truma Heizungsanlage mit drin. Ich gucke es mal gerade hier an der Seite. Hier sind übrigens solche typischen 11 Kilogramm Gasflaschen. Die da sind, sehen die aus. Also das hat man dann zweimal im Fahrzeug verbaut und kann dann wirklich eine Autarkie erreichen, sage ich jetzt mal, im Sommer. Da langt eine Flasche für den ganzen Urlaub, aber im Winter kann ich so 3, 4 Tage mit einer Flasche
auch rund kommen, hängt natürlich von der Außentemperatur an, auch wesentlich länger. Wenn es natürlich jetzt gerade so im Zwischengang Herbst und so weiter, da kann ich mit 2 Flaschen auch mal 4 Wochen heizen. Und das Interessante ist bei der Luftheizung, dass man doch relativ schnell das Fahrzeug, auch wenn es mal kalt ist, man kann es dann, wenn man geht, so auf 10 Grad stellen, dreht es auf und hat also binnen weniger Minuten hat man also eine ganz, ganz tolle Temperatur erreicht, die ja das Ganze mollig warm machen. Und wie die Verteilung ist der Luft, das kann ich euch gleich mal zeigen. Denn die Fahrzeuge haben alle im Bereich der Füße, wo man das ja am meisten spürt, die Luft. Warme Luft steigt ja nach oben und dann hat man die Luftausströme, hat man ganz unten hingesetzt. Die Heizung ist auch hier in der Garage mit drin. Die ist also mit beheizt. Das kann man dann regeln, wie weit man das aufmacht, wie warm man es gerne in der Garage haben möchte. Man kann die auch ganz schließen. Ganz kalt wird es ja nicht hier drin, aber man kann die Temperatur dann in gewissen Rahmen einstellen. Das hier ist das Gasfach. 2 × 11 Kilogramm. Und hier hinten, wir können auch schon mal kurz reinschauen. Da ist ein Bett mit drin und Eingang diesmal mit einer Aufbautür, 2 Kleiderhaken mit dabei, was natürlich einen Vorteil hat, wenn ich kein Fenster habe, was ich bei dem Fahrzeug ja nicht zwingend brauche. Also es hat immer so die Geschichte, ja, brauche ich ein Fenster, ja, nein. Ich kann ja auch auf den Rückspiegel schauen, wer ist jetzt drauf oder dann habe ich die Möglichkeit, hier 2 Jacken aufzuhängen. Wir haben ein recht kompaktes Maß. Wir sind ja hier auf einer Länge von 6,96 Meter, Breite 2,32 Meter, die Höhe von knapp unter 3 Metern, 2,90 Meter. Da, sage ich mal, muss man auch gewisse Kompromisse natürlich auch mal eingehen. Dennoch hat man hier alles, was man braucht. Man hat also hier eine elektrische Einstiegshilfe. Die ist mit drin, die Markise ist mit eingebaut. Ich habe eine ordentliche Sitzgruppe. Habe Multifunktionslenkrad mit dabei, Fahrerhaus-Klimaanlage, habe Tempomat mit eingebaut. Also alles das, was ich will, habe hier nicht nur eine Verdunklung eingebaut, sondern habe auch zusätzlich noch einen Wärmeschutz mit dabei, der die Kälte, die hier von dem Fahrerhaus reinkommt, wo ich ja Einfachverglasung habe, dann effektiver abhält. Also hier sieht man es ganz gut. Ich zeige euch das mal. Hier ist so ein kleines Ventil drin und das hier ist tatsächlich Doppelverglasung. Das merkt man also richtig dann auch im Winter, dass hier die Kälte nicht so strahlt wie direkt im Fahrerhaus. Und hier habe ich dann nochmal zusätzlich, was sehr, sehr effizient ist, dann nochmal so ein einfach nur so ein Vorhang mit dabei. Aber der sorgt dann dafür, dass die Strahlungskälte effektiv geblockt wird. Also es funktioniert richtig gut. So, hier habe ich Ablagen. Dann sieht man auch die Breite hier mit drin. Und das, ja, das Schöne hier an den Fahrzeugen ist natürlich, ich habe mehrere Betten. Ich kann also hier wirklich mit 4 Personen in Urlaub fahren. Thema Zuladung können wir uns gleich mal anschauen. Hier habe ich also 2 Sitzplätze, die ich habe. Hier habe ich am Einstieg nochmal eine Sitzbank. Das heißt also, ich kann das ruckzuck durchdrehen. Der Stühle eigentlich auch eine Art Wohnsituation herstellen, auch mal zwischendurch auf dem Parkplatz. Und habe denn hier nochmal ein Sitzbänkchen, was sehr geeignet ist, um sich fertig zu machen, die Schuhe anzuziehen und. Auch da könnte auch nur mal der Hund drauf liegen. Diese Sitzpolster, die sind meistens angeklettet. Sieht man hier, hier ist also ein Klettverschluss mit dabei und kann also die auch entfernen, sodass der Hund sich also komplett hier auch drauflegen könnte. Da macht man einfach eine spezielle Hundedecke drauf, die auch sicher ist. Hier hätte dann der Hund schon seinen Platz für uns. Oder er kann auch im Fußraum liegen, denn, ich habe es eben erwähnt, der Fußraum, das sieht man hier an diesem Ausströmer, der hier in der Mitte ist, der ist nochmal extra beheizt. Und eine Besonderheit hier ist auch, der Tisch ist höhenverstellbar und kann unten in dieser, das sieht man hier unten, in dieser Schiene auch eingehangen werden. Und man kann aus diesem Tisch dann locker in wenigen Schritten ein Bett bauen für kleine Personen. Braucht man aber eigentlich gar nicht, denn wir haben ein Hubbett mit dabei. Und das Hubbett ist zwar mechanisch, aber ja, es hat dann keine Elektrik mit drin. Und man hat es in 0, nichts, hat man es rauf und runter gezogen. Das Ganze ist mit Konterfedern dann ausgerüstet, sodass man das sehr leicht machen kann. Und es geht auch ganz alleine hoch. Muss es also hier, seht, einen Finger. Ich kann es einfach hochdrücken. Das war's. Beim Ziehen nehme ich ein bisschen mein Körpergewicht, ziehe es einfach runter. Das geht sehr einfach, da brauche ich keinen Motor.
Habitellerfedern. Hier ist nochmal die Absturzsicherung für Kinder. Die kann hier oben eingehangen werden, mehrfach. Und es gibt einen Vorhang, dass die Leute hier in der Mitte sind, dass die dann ja, bequem sich auch vereinzeln können, nach vorne rausschauen können. Das heißt, ich habe hier auch mehrere Fenster, habe Lüftungen. Ich zeige euch gerade nochmal das Hochmachen. Hier unten habe ich dann eine Sperre. Die muss ich erst überwinden und drücke das dann hoch. Liegt eh jemand drauf, kann nichts passieren. Und hier wirklich, ihr seht, mit einem Finger kann das ganze Bett hochgezogen werden. Es gibt eine zentrale Beleuchtung. Schalte die mal gerade ein, dass wir die mal gerade sehen. Muss ich mal gerade schauen, wo die ist. Diverse Tasten. Das ist die Beleuchtung für die Küche. Aber die andere werde ich jetzt auch nochmal finden. Das sollte nicht allzu schwer sein, dass wir die haben. Und diese Beleuchtung für die Küche, die kann ich natürlich dann auch jeweils einzeln regeln über einzelne Schalter, die mit drin sind. Oder kann das über den Elektroblock komplett an- und ausschalten. Jetzt bin ich aber neugierig. Mal gucken, wo die Schalter sind. Das ist ja immer so eine Herausforderung. Einmal hier, einmal da, voilà. Habe ich also hier große Beleuchtung, die direkt im Hubbett eingebaut ist. Das Ganze auch indirekt. Das bedeutet, unter dem Hubbett sind Schränke eingebaut und die haben hier nochmal so eine indirekte Beleuchtung mit drin, die natürlich gerade dann, wenn ich abends mal Fernsehen schaue und so weiter, ein ganz anderes Licht produziert. Das sind die Schalter, die ich gesucht habe. Also einmal das indirekte Licht und einmal das Zentrallicht und dann habe ich noch so Spots, die an der Seite rauskommen, die dann nochmal ein sehr, sehr wohnliches Licht erzeugen. Also das mit eingebaut. Hier übrigens in der Mitte habe ich so einen Streifen mit drin. Indirekte Beleuchtung. Holz ist hell gehalten. Das ist im Moment voll der Trend. Das heißt, man hat helle Hölzer in Verbindung mit weißen Fronten. Hier sehr schön zu sehen. An der Küche habe ich also komplett auf der linken Seite eine komplette Wand in Holz gehalten und daneben erst das Grau. Also hier hat man so eine graue, ja fast so eine Steinimitat-Oberfläche mit dabei. Und habe dann das Kochfeld mit hier einem Wärme- und Spritzschutz an der Seite und hier die Multifunktionsschiene. Großes Hebekippfenster hier oben drüber, das ich übrigens mit einem Griff einfach öffnen kann. Also sehr, sehr einfach und kann das hier oben dann auch nochmal in einer Position verriegeln, dass es dann offen stehen bleibt. Ja, auch hier wieder selbst einziehende Schränke. Das Ganze natürlich hier ein bisschen kleiner, denn ich habe das Hubbett hier rechts an der Seite. Das ist so natürlich gefertigt, dass es genau reinpasst. Das Ganze selbst einziehend. Heißt einfach zumachen, schließt von selber. Passt. So, das ist der große Tedford-Herd. Das heißt, hier kann ich also die Flammen kombinieren und kann also mit den Kombinationsflammen auch große Töpfe dann bedienen. Große Spüle mit dabei und ganz viele Schubladen. Strom ist hier an der Seite mit drin, einmal 12 Volt. Kann ich mit 10 Ampere, also 120 Watt belasten. Und 230 Volt. Dann habe ich hier direkt die Möglichkeit, auch warmes Wasser abzuzapfen. Das heißt, das Ganze, also je nachdem, wo man ist, kann man also zum Spülen direkt aus dem Boiler, wo man normal duscht, dann auch das Wasser entnehmen. Und ganz wichtig, ich habe große geräumige Schubladen, die auch selbst einziehend sind. So, gucken wir mal nach links. Was ich euch unterschlagen habe, ist der Spiegel am Eingang und die Garderobe. Der ist hier. Der Spiegel geht über die komplette Höhe, sodass ich mich also nahezu raumhoch dann auch begutachten kann, bevor ich dann rausgehe. Überall habe ich an den wichtigsten Stellen dann Luftausströmer mit dabei, damit es also möglichst dann auch schön warm wird. Und habe sogar im Badbereich einen Doppelboden eingebaut. Das ist natürlich sehr praktisch. Das heißt, also der ganze Boden heizt sich dann auf und da will ich es auch am molligsten haben. Wie das Bad funktioniert, können wir uns gleich mal anschauen. Hier haben wir Fliegengitter mit drin. Und ich muss mich ein ganz kleines bisschen bücken. Also ich bin jetzt mit Schuhen knapp 1,90 m. Es geht nicht ganz, aber das ist okay. Das heißt, wenn ich hier drunter durchlaufe und das Hubbett ist oben,
Dann habe ich als extrem großer Mann, muss mich ein bisschen bücken. Also alles, was so, ich sag mal, ein bisschen 1,78 Meter ist, kann da gerade drunter laufen. Übrigens bis zu der Stelle, wo die Erhöhung kommt, da muss ich mich gar nicht bücken. Da geht es problemlos. Erst ab dieser Stelle, ja. Da wird es natürlich ein paar Zentimeter, circa 10 Zentimeter kleiner. Und da muss ich mich bücken. Guck mal rein, was da ist. Ein kleines Fach mit drin, was man genutzt hat. Und dann wenden wir uns mal dem Bad zu. Vielleicht vorab gerade noch der Kühlschrank, Tedford, mit getrenntem Gefrierfach. Auch der funktioniert mit Gas. 12 Volt während der Fahrt und 230 Volt. Und wenn ihr einen Crash-Sensor verbaut habt, dann könnt ihr sogar während der Fahrt heizen. Das geht auch. Wir haben Querbetten. In dem Fall Breite ungefähr 1,40 m. Aber das Schöne ist ja, dieses komplette Bett kann von einer Person benutzt werden oder Person plus Kind. Und das große Bett ist ja das Hubbett. Also ich drehe mich gleich mal um, dann zeige ich euch das mal. Das hier könnte auch das Kinderzimmer sein, das ist möglich. Also die Kinder legt man schlafen abends, die sind im Heck, schlafen wie die Murmeltiere. Meistens im Urlaub und die Eltern können abends noch ein bisschen Fernsehen gucken, können vielleicht noch ein Glas Rotwein oder irgendwas Alkoholfreies trinken und haben dann die Möglichkeit, vorne schlafen zu gehen, indem sie einfach das Bett runterziehen. Man kann übrigens, das ist übrigens die Vorbereitung für die Heckkamera mit drin. Ist also schon gleich gelegt, wenn man die dann installieren möchte. Und man hat hier ein Hebekippfenster im Heck. Das ist ganz wichtig, dass man also hier auch ordentlich durchlüften kann, denn so ein kleiner Raum, der braucht natürlich auch ein bisschen Luft. Das Ganze natürlich auch mit einem Fliegengitter zu versehen, dass auch ja keine Moskitos hier durchkommen. Dann kann ich hier zuziehen. Das ist da. Habe hier meinen Badbereich mit einem Raumbad. Das bedeutet also, ich kann diese Tür hier benutzen, um hier zuzumachen. Dann habe ich schon mal eine Entkopplung. Hier oben die Tür ist offen. Das ist ganz wichtig, damit die Luftzirkulation auch gewährleistet ist. Aber ein bisschen Schall kommt dann natürlich schon noch durch. Und unten die Tür ist auch offen. Das ist also jetzt nicht nur ein Spaltmaß, da die Leute gesagt haben, die können es nicht besser, sondern bei den Fahrzeugen, die natürlich hier mit Gas beheizt werden, da muss die Luftzirkulation gewährleistet sein. Es gibt überall im ganzen Fahrzeug sogenannte Pflichtöffnungen. Die müssen auch offen bleiben, damit nach oben dann die warme Luft auch entweichen kann und man einen Luftaustausch mit dabei hat. So, nochmal Blick. Ganz kurz linke Seite Küche. Mit einer L-Form, sodass ich mich in die L-Form reinstellen kann und dann wirklich auch die Möglichkeit habe, auch als kleiner Mensch hier an die Kleiderschränke, an die Schränke oben ranzukommen. Hier ist das Hubbett mit diesem wirklich großen Platz unten drunter. Rechte Seite ist der Kühlschrank. Und hier oben üblicherweise die Sat-Anlage mit eingebaut. Jo, das ist hier der Fall mit dem Fernseher, den ich rausziehen kann, den ich dann sowohl vom Hubbett aus benutzen kann. Diese runter bin, ziehe ich mir den einfach raus, habe hier die breite Seite und kann ganz bequem Fernsehen schauen. Zeige ich euch mal gerade. Also so sieht das Ganze dann aus. Oder, ja, ist vielleicht ein bisschen weit weg. Also ich würde für hinten, würde ich mir halt ein Tablet holen oder sowas. Also wenn man da noch irgendwas schauen möchte abends, das ist bestimmt ein bisschen bequemer. Also ich gehe dann rein, habe hier die Möglichkeit dann einfach zuzumachen. Das heißt, wenn die Kids jetzt hinten schlafen oder wie auch immer, dann hat er mal seine Ruhe. Habe also hier einen richtig eigenen Bereich mit drin. Und wenn ich hineingehe, mache zu und die Kinder schlafen, dann kann ich hier diesen Vorhang auch nochmal komplett zuziehen, sodass die dann komplett alleine sind. Hier ist eine Stufe mit drin, dass ich also auch als kleiner Mensch oder als Kind problemlos hochkomme. Die ist auch zu öffnen, kleiner Stauraum mit dabei. Ganz magnetisch. Und überall Luftausströmer, was natürlich im Badbereich ganz wichtig ist. Ich habe eine extra Dusche mit drin. Wenn ich die jetzt so schließe, kann ich diesen Bereich noch komplett benutzen durch das Rost als Laufbereich und habe hier oben dann nochmal Handtuchhalter, auch für kleine Jacken geeignet und so weiter. Das ist mit drin. Und hier meine Dusche mit Brause, Wasser und so weiter. Also sehr, sehr schick. Linke Seite ein Schrank. Sowohl Kleiderschrank unten. Das ist eben so eine Riffelung. Da ist schon noch Metall dahinter, aber damit
die Bügel, die man vielleicht mitnimmt, nicht klappern. Das ist also dafür gedacht. Da findet nämlich jeder Bügel sein eigenes Riffelding und das hilft effektiv dagegen, dass es klappert. Und hier hat man wirklich einen sehr, sehr extrem tiefen Schrank. Sogar hier mit einem Rausfallding, dass man sogar einen Koffer reinstellen kann. Also ich persönlich habe immer so kleine Flugkoffer mit dabei, wo ich mein Zeug packe. Weniger ist übrigens mehr. Also das wird man dann noch merken. Zwei Handtuchhalter hier und einmal hier. Großer Spiegel. Hier vorne habe ich nochmal Handtuchhalter mit dabei. Hier sind Badschränke, also wirklich großes Fahrzeug. Da hat jeder sein eigenes Fach mit dabei. Und hier unten dann Schränke. Also hier kann ich wirklich noch einiges ablegen. Ich habe eine extra Dusche hier mit dabei. Das heißt also, hier kann auch mal einer auf Toilette gehen, sitzt sich hier rein, macht dann einfach mal die Tür zu und kann hier oben das große Geschäft vollrichten mit geöffneter Klappe, was unter Umständen doch ganz vorteilhaft sein kann. Hier ist noch ein Fach. Gucken wir uns gerade mal an. Stauraum und das Blaue, das habt ihr vielleicht schon öfter gesehen, das ist der Frostwächter, der sich automatisch anschaltet, sobald das Fahrzeug eine gewisse Temperatur hat. Ich glaube, weiß nicht, 3 Grad oder sowas, dann geht er auf und der Boiler wird abgelassen. Ja, Dusche mit drin und hier auf der Seite nochmal ein großer Schrank. Also Schränke kann ich ja gar nicht genug haben, der ist aber nur zu öffnen, wenn die Tür auf ist. Mach ich mal gerade. So, jetzt geht er komplett auf und hier habe ich dann nochmal Fächer. 1, 2, 3, 4, 5 Fächer, auch da kann jeder sein eigenes Fach haben. Hinten übrigens auch nochmal Schränke mit drin, habe ich euch ja eben gezeigt mit der Rückfahrkamera und auf der Seite ein Fenster. Das ist übrigens so eine Zwangsöffnung, also bitte nicht verschließen und hier habe ich dann nochmal jeweils ein Leselicht mit drin mit USB. Das heißt, an jeder Lampe kann ich, guck mal gerade, ob das auch stimmt. Ja, hier hinten ist USB dran, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Da kann man das Handy aufladen und das sogar hier oben drauflegen, auf die Ablage drauf, damit es nicht im Weg ist. Auch hier habe ich eine kleine Leiter mit dabei. Die ist für vorne, fürs Hubbett gedacht und den Rausfallschutz, Lattenrost. Also das Ganze ist unterlüftet, dass auch ja keine Staunässe sich bilden kann. Das wäre tödlich. Sich irgendwo, also alle Schränke sind üblicherweise alle hinterlüftet. Das ist so ein, was ein Fach ist, was ich immer gerne vergesse, ist das hier, dass ich immer so tief bücken muss. Und da sieht man auch, dass die Heizungsschläuche jeweils durch die Schränke durchgeführt sind. Das heißt, die erwärmen sich ja dann auch mit und sorgen dann für eine gleichmäßige Ausbreitung der ganzen Wärme im Reisemobil. So, Carrado. T334, Modelljahr 2022, auf Fiat Ducato 8, 65.292 Euro. Das Fahrzeug, wie es hier steht. Wir sind beim Freistaat in Sulzemoos, großer Fachhändler hier zwischen Augsburg und München. Und ja, mit wirklich einer enormen Ausstellung. Ganz viele Fahrzeuge werden nicht abverkauft, sondern werden über die ganze Saison hier gehalten, damit der Betrachter auch die komplette Ausstellung genießen kann und sich alles wie auf einer Messe anschauen kann. Und das spielt mir natürlich ungemein in die Karten, denn die Messen finden ja nicht statt. Jetzt kommt die Free in München im Februar, aber jetzt wäre eigentlich die CMT. Also jetzt im Moment filmen wir gerade 17. Januar, zu einem Zeitpunkt jetzt wäre gerade CMT gewesen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und wenn Sie Lust haben und uns unterstützen möchten, das können Sie kostenlos tun, abonnieren Sie den Kanal. Sie müssen die Glocke nicht anmachen, aber so ein Abonnement hat natürlich den riesen Vorteil, dass, ich sag mal, die knapp 10 Millionen Leute, wir haben leider nur 200, ich glaube um die 10.000 Abonnenten im Moment, aber oft findet eine Bewertung nach Abonnenten statt und deswegen würde ich Sie bitten, ja, abonnieren Sie den Kanal und denken Sie dran, wir haben einen zweiten Kanal, German Television Plus, der kümmert sich um das Thema E-Bikes. Und E-Bikes gehören ja eng, denke ich mal, verknüpft mit dem Thema Camping auch mit dabei und da finden Sie alles über aktuelle E-Bike-Trends und hunderte Videos. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und jetzt, wenn Sie Lust haben, schauen Sie sich den Van 337 an. Edition 15, 53.000 Euro, ein bisschen größer wie der ganz kleine Van, den wir eben gezeigt haben. Danke fürs Einschalten. Tschüss.